Julia Görges, Angelique Kerber und Annika Beck. Nur drei von vielen deutschen Spitzenspielerinnen, die in Frankfurt einen langen Tag verbrachten. Gemeinsam mit Amateuren auf dem Tennisplatz ein Pro-Am-Turnier, an dem auch ehemalige Topspieler wie Charlie Steeb und Rainer Schüttler teilnahmen. Engagierte Firmen spendeten und dafür traten Stars wie Julia Görges an der Seite ihrer Mitarbeiter an. Insbesondere Andrea Petkovic erwies sich dabei als überaus motivierend für ihre Partnerin. Dankeschön. In solch einem Klima werden echte Entdeckungen gemacht. Unglaublich. Das war ja sensationell, gar keine Nervosität gehabt? Doch, sehr. Vielleicht hat sie die Nervosität, weißt du, den Biss gegeben, aber ich war definitiv die Schlechtere von der Doppelpaarung hier. Auf. Strahlende Gesichter im TC Palmengarten, zumal Angelique Kerber, Anke Huber und Kollegen erneut viel Geld für den Kampf gegen Krebs einspielten. Teamchefin Barbara Rittner und Rainer Schüttler mit eindrucksvollem Scheck an Initiator Ingo Söhngen. Wir haben die letzten Jahre immer über 100.000 eingenommen und dieses Jahr wird es wieder so sein. Wir kommen bei 130.000 raus. Da darf man sich gegenseitig gratulieren. Die deutschen Topspielerinnen hätten diesen langen Tag kaum sinnvoller verbringen können.